Wir sind in Oberbayern. Oberbayern ist der südlichste Teil Deutschlands. Hier steigen die Alpen steil aus dem Hügelland. Am Fuße der Alpen liegen viele hübsche Dörfer und stattliche Ortschaften. Diese Ortschaft ist der berühmte Passionsspielort Oberammergau. Die Straße ist sauber. Auch die Häuser sind sauber und mit Bildern bemalt. Im Hintergrund der Straße steht eine hübsche kleine Kirche. Die Oberbayern sind meistens Bauern. Die Kühe der Bauern werden auf die Weide getrieben. Die Weiden auf den Bergen heißen Almen. Die Kühe tragen Glocken, damit sie der Hirt auf den Almen finden kann. Auch Ziegen gehören zum Besitz der Bauern. Hinter der Herde geht ein alter Hirt. Mit einem Stock treibt er die Ziegen. In Oberammergau gibt es schöne Wirtshäuser für die Bauern und für fremde Besucher. Die Bayern sind fromme Leute. In jedem Ort gibt es eine schöne Kirche. Der Altar dieser Kirche ist wundervoll geschmückt. Nicht alle Kirchen sind so schön wie diese. Auch die Friedhöfe in Oberbayern sind in guter Ordnung. Auf den Gräbern stehen kunstvolle Kreuze und Grabsteine. Jedes Grab ist mit Blumen geschmückt. Dieses Grab am Eingang des Friedhofs trägt ein Kreuz. Dieses Kruzifix ist aus Holz geschnitzt. Auf dem Grabstein stehen die Daten für Geburt und Tod der begrabenen Menschen. Hier sehen wir Männer bei der Arbeit. Der Holzschnitzer mit dem Bart schnitzt ein kleines Kruzifix. Viele Oberammergauer sind Holzschnitzer. Mit einem scharfen Messer schneidet der Künstler in das Holz. Zu so einer Arbeit gehört viel Geschick. Hier sind einige andere Kunstwerke ausgestellt. In der Mitte steht eine große Statue der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Solch eine Statue heißt auch Madonna. In Oberammergau ist das berühmte Passionsspielhaus. Hier spielen die Oberammergauer die Geschichte vom Leiden unseres Herrn. Dieser bärtige Mann wird in diesem Jahr unseren Herrn Jesus Christus darstellen. Er ist ein Holzschnitzer. Alle Passionsspieler sind einfache Einwohner Oberammergaus. Aus dem Laden kommt eine junge Frau. Sie wird die Jungfrau Maria darstellen. Sie erzählt, 1634 wütete die Pest in Bayern. Damals gelobten die Oberammergauer, wenn uns die Pest verschont, werden wir oft ein Passionsspiel aufführen. Oberammergau
ist nun aber nicht der einzige Ort in Oberbayern, in dem viele Einwohner Künstler sind. Ein anderes Dorf, Mittenwald, ist wegen seiner Geigenmacher berühmt. Ein alter Meister sitzt in der Werkstatt und arbeitet an einer Geige. Er prüft sie genau und feilt sie sorgfältig. In den bayerischen Alpen liegen viele Seen. Dies ist der Riesersee. Die Berge im Hintergrund sind die Zugspitzgruppe. Im Tal liegt Garmisch-Partenkirchen. Dahinter liegt die Zugspitzgruppe. Die Zugspitze ist Deutschlands höchster Berg. Sie ist 2964 Meter hoch. Auch in Garmisch sind die Häuser bunt bemalt. Hier geht ein bayerisches Ehepaar. Sie gehen zu einem Volksfest. Zu einem Volksfest gehört auch ein Festzug. Diese Gruppe zeigt eine Bärenjagd bei den alten Germanen. Dahinter kommen ein paar Reiter auf schönen Pferden. Eine Musikkapelle spielt. Der Bierkönig fährt auf seinem Wagen im Festzug mit. Das ist ein riesengroßes Bierfass. Dieser Wagen stellt ein Floß dar, auf dem Holz zur Donau gebracht wird. Kleine Kinder gehen im Festzug mit. Sie tragen Blumenbänder. Hier kommt eine andere Musikkapelle. Dahinter gehen Leute in Tracht. Tracht nennt man jene bunten Kleider aus alter Zeit, die Bauern noch heute tragen. Eine Schützenkompanie marschiert hinter der Trachtengruppe. Hier geht eine andere Trachtengruppe. Die Männer tragen die bayerische Nationaltracht, Lederhosen, weiße Hemden und grüne Federhüte. Im Schatten tanzt diese Trachtengruppe einen Volkstanz. Es ist ein Schuhplattler. Nur Männer tanzen einen Schuhplattler. Die Trachtengruppe tanzt einen anderen Volkstanz. Hier tanzen Burschen und Mädchen zusammen. Während die Burschen wieder einen Schuhplattler tanzen, drehen sich die Mädchen im Kreis herum. Während die jungen Leute tanzen, sitzen die Älteren im Gasthausgarten und hören der Volksmusik zu. Ein Paar in bayerischer Tracht spielt, der Mann Zither, die Frau Harfe. Oberbayern ist ein schönes Land. Das hat auch König Ludwig II. Erkannt. Hier hat er im 19. Jahrhundert seine Schlösser und die Burg Neuschwanstein gebaut. Diese prächtige Burg
ist besonders in Amerika berühmt. Von den Fenstern der Burg hat man einen weiten Blick über das Land. Sieht sie nicht mit ihren hohen Türmen wie ein weißes Märchenschloss aus? Dieses kleine Schloss des Königs von Bayern heißt Linderhof. Im Schlosspark steigt ein Springbrunnen in die Höhe. Es ist ein wundervoller Anblick. Hier ist ein kleiner Springbrunnen und hier ein Wasserbecken mit vergoldeten Figuren. Das prächtigste der bayerischen Königsschlösser ist Herrn Chiemsee. Es liegt auf einer Insel im Chiemsee. Durch eine herrliche Halle treten wir in das Treppenhaus. Wie alles glänzt und funkelt. Die Wände sind aus Marmor. Der Schmuck an den Wänden und an der Decke ist mit Gold überzogen. Dies ist ein Zimmer im Schloss. Von der Decke hängen prächtige Kronleuchter. Wir sind auf einem Alpenberg. Es ist der Predigtstuhl. Auf viele Berge in Oberbayern führt eine Seilbahn. Wir wollen mit der Seilbahn zu Tal fahren. Wir fahren abwärts. Die Seilbahn schwebt hoch durch die Luft. Deshalb heißt sie auch Schwebebahn. Wir nähern uns wieder einem großen Stützpfeiler. An diesen Stützpfeilern hängen die Seile. Auf dem anderen Seil fährt eine Gondel bergauf. Hier fährt eine Gondel in die Talstation ein. Diese Seilbahn heißt Predigtstuhlbahn, weil sie auf den Berg Predigtstuhl hinaufführt. Jetzt sind wir in Berchtesgaden. Hinter der Ortschaft liegt die Watzmann-Gruppe. Bei Berchtesgaden liegt der Königssee. Er ist der schönste der deutschen Alpenseen. Auf dem Königssee fährt ein Boot. Zwei Bayern in Tracht rudern Besucher zu einem kleinen Ort, der hinter dem Königssee liegt. Dies ist der Ort, St. Bartholomä am Königssee. Auf einer schmalen Wiese vor der steilen Bergwand liegt eine weiße Kapelle, ein Gasthaus und einige Bauernhäuser. Aber unser Boot fährt wieder ab. Wir müssen Abschied nehmen von St. Bartholomä, vom Königssee und von Oberbayern.